Prävention wird für mich immer wichtiger. Und ich habe gerade aus erster Hand erfahren, dass die Oberpfalz das super Beispiel ist für vorbildliche Präventionsarbeit. Warum? Weil ich ein intensives Gespräch mit dem Arbeitskreis Drogen und Sucht hatte. Der ist übrigens einmalig in Bayern und der ist auch einmalig in Deutschland. Und ich bin so überzeugt von diesem Projekt, das ja schon über viele Jahre läuft, dass ich das gerne auf Bundesebene heben will, sprich nicht nur dafür zu werben, sondern zu sagen, das ist der optimale Ansatz für Prävention vor Ort. Ich finde alle Aktionen gut, die uns, vor allem auch uns Erwachsenen, vorführen, dass Alkohol einerseits eine Alltagsdroge ist, auf der anderen Seite diese Alltagsdroge nicht nur mein Leben kaputt machen kann, sondern ganze Familien kaputt machen kann. Ein Riesenthema. 2,5 Millionen Kinder leben in suchtbelasteten Familien und der Hauptgrund ist immer Alkohol. Und das ist für mich ein wichtiges Betätigungsfeld, das ich mir auch auf Bundesebene quasi als Schwerpunkt gesetzt habe, hier noch mehr aufzuklären, noch mehr zu sensibilisieren und mehr zu werben im Sinne von weniger Alkohol ist besser und in der Schwangerschaft gilt eh 0,0 Promille. Finde ich klasse, dass man sich jedes Jahr neue Themen gibt. Heuer ist eben der Schwerpunkt Sucht und Drogen. Und weil das Thema Sucht und Drogen alle Menschen in unserer Gesellschaft betreffen bzw. betreffen können, ist es wichtig, das ganz oben in diesem Jahr auf die Agenda zu setzen.